Dann Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu Minecraft Jump World. Aber keinem normalen Jump World, mit Tiger Boy, nämlich. Ja, also wenn ich dabei bin, kann ich nicht normal sein. Kein normales Jump World. Und zwar geht es heute um ein neues Minecraft-Projekt. Und zwar geht es um ein Minecraft-Modpack-Projekt mit Roleplay und alles drum und dran. Wenn ich sage Minecraft-Leben, glaube ich, werden sich auch schon viele auskennen. Es wird so eine Art Minecraft-Leben sein, mit Mods, Roleplay, alles drum und dran halt. Und es wird auch mehr moderner angehaucht sein und ich glaube schon, Minecraft-Leben war ja mehr so... Tiger, was sagst du dazu? Mehr so mittelalterlich? Mittelalter, ja. Aber das Projekt wird wahrscheinlich auch schon so moderner auf jeden Fall in die Richtung gehen. Zukunftsmäßig vielleicht sogar auch, das steht glaube ich auch noch nicht so fest. Aber auf jeden Fall, könnt ihr euch für dieses Projekt bewerben? Und, oh mein Gott, dieser Sprung. Könnt ihr euch für dieses Projekt bewerben? Und zwar, es gibt natürlich auch begrenzte Teilnahmeplätze, also es werden nicht alle aufgenommen. Außer es bewerben sich nicht viele, dann werden alle aufgenommen. Also, es ist sehr sicher, dass ihr einen Platz bekommt. Auf jeden Fall in der Beschreibung ist ein Link zu einem Google-Formular. Das könnt ihr ausfüllen und dann werdet ihr wahrscheinlich, ja, Voraussetzung, ihr müsst Discord haben, dann werdet ihr auf Discord angeschrieben und wahrscheinlich zum Discord-Server eingeladen, wenn ihr angenommen wurdet. Und dort werden dann die nächsten Informationen folgen für euch. Jedenfalls das Wichtigste, was ihr erstmal wissen müsst. Oh! Einfach dieses Google-Formular in der Beschreibung ausfüllen und dann könnt ihr beim Projekt mitmachen. Wie gesagt, es wird um Roleplay alles gehen, also solltet ihr auf jeden Fall auch über Mikro verfügen und so. Und wenn es zu Roleplay kommt oder so, auch nicht einfach davonlaufen oder, keine Ahnung, leften aus dem Game. Schon das machen, also ihr müsst nicht unbedingt Roleplay machen, aber wenn euch so jemand konfrontiert auf dem Server, dann solltet ihr nicht einfach leaven, ne? Will ich gerade mal so sagen. Wäre ganz nett, wenn jeder mitmacht, sonst zerstört es eigentlich ziemlich das Spiel. Ja, genau. So, ich glaube eigentlich, dass ich alles Wichtige gesagt habe. Google-Formular, wie gesagt, ausfüllen. Das Projekt heißt Minecraft the City, ist mir gerade noch so eingefallen. Und ich freue mich auf zahlreiche Bewerbungen und ja, wahrscheinlich werdet ihr jetzt eh schon nicht mehr zuschauen, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe, was ihr wissen müsst. Ich versuche jetzt nur noch dieses, ja. Ach, egal. Okay. Ich werde jetzt auch versuchen, das Jump'n'Run hier fertig zu machen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich nicht, weil ich so grottenschlecht bin. Okay, Tiger ist noch schlechter. Ach, keine Sorge. Du kommst nicht nach. Ja, so kann man es auch sagen. Ich habe gerade ohne Sneaken durch, Alter. Das mache ich, glaube ich, auch selten. Oder ohne anzuhalten so richtig. Aua, das... Fuck. So. Yeah. Oh. Ah, nee, man stirbt dann voll Damage, ernsthaft. Oh ja, ich bin schon mehrmals auf dem Slime-Block auf der Kante aufgekommen und dadurch dann Fallschaden gestorben. Bist du aber vorher auch. Oh, es kommen Effektblöcke dazu. Vielleicht hätte ich doch nicht der World Jump nehmen sollen, das ist doch mir nicht größer als gedacht. Aber dadurch gibt es zumindest auch noch eine kleine Timolia-Folge. Eine Jump-World-Folge. Wir spielen auf timolia.de, Werbung machen für den tollen Server hier. Ja, und aber erster verdienter. Und übrigens, das ist natürlich eine ungekennzeichnete Produktplatzierung. Nicht. Aber ich finde, Jump World ist ja wirklich ein geiler Spielmodus auf Timolia. Und tatsächlich auch einer meiner Lieblingsspielmodi in Minecraft irgendwie. Mit Jump'n'Runs teilen und bauen und teilen, das finde ich halt einfach mega geil, ne? Auch weil er keine bauen kann. Sei ruhig, du kleiner Lelek. Ja, schau dir mal deine Jump'n'Runs an. Ich habe schon schöne gebaut. Die sind halt dann nicht von mir. Die habe ich nämlich mit anderen Leuten. Mich hat mal jemand eingeladen und da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Er dann so, boah, du baust so schön, warst eh schon sicher 20 Mal Tages Jump'n'Run. Und ich dann so, nee, ich baue nämlich immer Hardcore Jump'n'Runs. Ah ja. Aber der Typ, ja.
Das war dann Tages-Jump-Run, ne? Weil ich es einfach kann, Tiger, du Noob. Ja, also ich merke schon, du hast eine blühende Fantasie. Ja. Exakt. Woher weißt du das nur? Du Hund. Was hat der Hund? Ja, gut, das war jetzt gar nicht random. Eh nicht. Bei mir ist nichts random, seien wir mal ehrlich, Alter. Ja, natürlich, bei dir ist alles gescriptet. Ja, natürlich, Alter. Mein Gehirn denkt 20 Jahre voraus, in 20 Jahren werde ich genau das gleiche Wort sagen. Du wirst immer nur ein Wort sagen. Ich scripte einfach mein Leben. Also ich habe, also wenn ich aufstehe, schreibe ich mir auch immer so eine Liste an Wörtern, die ich heute sagen möchte. Was, an Satan? Ich habe gerade verstanden, ich schreibe eine Liste an Satan. Auch, aber... aber nicht heute. Heute habe ich es vergessen. Das mache ich eher am Abend. Also, ja, ich sehe besser, weil da leuchtet der Altar auch so schön. Ja, ist so. Also, das versteht natürlich, das verstehen nur die wahren Gläubigen. Die wahren Satanisten. Also ungefähr die Hälfte meiner Schule. Bin ich gerade beim Checkpoint vorbeigesprungen, ich dummes Kind? Ich glaube ja, aber es könnte doch einfach nur ein Slap gewesen sein. Ah, tot. Ah, tot. Niemand weiß es. Ich glaube schon, dass es ein Checkpoint war, aber es ist trotzdem ziemlich schwierig hier. Boah, wenn das wirklich der Checkpoint war, ich raste Saas. Der Saar tanzt aus. Saar tanzt einfach aus. Nee, es war kein Checkpoint. Verdammt! Ah. Gut, ja, da hat sich gerade die Hand getroffen. Ah. Das Ding, weißt du, was witzig ist? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nee. Oder? Weißt du, was witzig ist? Okay, ja. Ich raste in Spiele nie aus. Außer bei Jump World, ich weiß auch nicht. Ja, und das ist dein Lieblings- und das ist dein Lieblingsspielmodi. Wahrscheinlich liegt's dran, weil ich da nur ausrast. Das Adrenalin kickt nur hier. Deswegen mache ich den Spielmodus so. Ja, wer weiß. Entweder der Adrenalin oder der Autismus. Je nachdem. Ja, kickt beides gleichzeitig. Wenn der Autismus kickt. Orbit. Oh mein Gott, endlich. Wieso spiele ich nochmal Jump'n'Runs? Weil du mir eine Freude machen willst oder so. Hey, die steht... Haben die Gitterstäbe in 1.14 wieder so gemacht, dass sie ein Kreuz sind, wenn man sie alleine platziert, oder wie? Ich glaube nicht. Weil die sind hier gerade ein Kreuz, aber ich spiele in 1.14. Weil 1.12, ich finde das sowieso scheiße, 1.12, es ergibt so Sinn, weil Gitterstäbe, dass wenn man eine platziert, dass nur ein Stab da ist, ist ja logisch, aber... Ist zwar schon logisch, aber es ist trotzdem nervig. So, ich bewerte das Jump'n'Run eigentlich ziemlich gut, weil mir gefällt es zumindest, dass es schön wirklich Jump'n'Run ist. Aber ich glaube, die Sprünge bewerte ich noch ein wenig schlechter. Ich bin gerade bei einer Passage. Ich will nicht sagen, du würdest da Amok laufen, Tiger, aber ich glaube, du würdest da Amok laufen. Ja, okay, aber die Checkpoints sind sozial platziert, der kriegt doch wieder ein Gut. Tiger läuft gerne in Amok, in Kindergärten. Ja, die schau mir gerne so einen Blutregen schaue ich mir ganz gerne an. Der ist richtig schön. In Kindergärten. Ja. Wo sonst? Natürlich nur rote Farbe. Kennst du euch das Lied TikTok? Von Kesha, oder wie man die ausspricht. Ja, warum? Das habe ich gestern den ganzen Tag gehört. Gehört. Ach, ich dachte, du sagst, du hast es aufgenommen. Das ist von mir natürlich. Ja.
Das erklärt die schlechte Qualität. Ja, genau. Das wissen viele nicht. Früher hatte ich eine weibliche Gesangsstimme. Ich muss da gerade kommen mit einem Paluten denken, weil der redet ja auch meistens irgendwie so richtig dumm. Na, das wussten viele nicht, aber ich hatte mal eine weibliche Gesangsstimme oder so. Okay, Jasta. Ah, ich wollte gerade schauen, ob er nicht vergessen hat, die Effektblöcke einzuschalten. Weil ich finde die Leute immer geil, den Jump'n'Run veröffentlichen. Überall sind solche roten Blöcke, aber sie haben einfach vergessen, den Effekt einzuschalten. Ja, das ist auch richtig nice. Wo du einfach rüberlaufst, du denkst, war das jetzt Absicht oder was ist das? Oh, verdammtes die denken wahrscheinlich immer, dass das automatisch aktiviert ist, aber nee. Wahrscheinlich werfen sie auch instant den Netherstern weg, wo man die Einstellungen gleich vor Augen hätte, weißt du? Jo, ah ja, das ist das Allereffektivste, weil dadurch kriegt man natürlich die komplett OP'n Bauskills, wenn man den Netherstern wegwirft. Natürlich. Hast das oh mein raus? Gott, verdammte Scheiße! Ah! 13 Minuten 31, geil, Zahl umgedreht. Gut, Leute, wenn euch diese Folge Jump World gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal beim Minecraft Jump World. Ich hoffe, ihr bewerbt euch zahlreich. Ciao. Tiger, willst du auch noch was sagen? Nein, tschüss.